habe ich das Fancall-Video für euch. Und ja, jetzt, wenn ihr das Video guckt, habe ich die Leute natürlich schon angerufen, die lieben Mädels, die mir ihre Nummer geschickt haben. Aber ich nehme es gerade sozusagen live für euch auf. So, dann rufen wir auch einfach mal direkt die erste an. So, dann probieren wir es mal bei der ersten. Hi. Hi, hier ist Anna vom Kanal Fräulein Pusteblume. Ja, ich bin Hanna. Hallo Hanna. Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch gut, danke. Was hast du halt so gemacht? Ja, also wir haben unsere Pferde gefunden. Okay. Ja, was? Nee, ich höre dir zu. Ja, und dann haben wir noch Weltenbesuch bekommen. Ah, okay. Cool. Ja. Und was hast du gemacht? Ich war bei uns am Stall und habe Robinho ein bisschen grasen lassen und dann durfte er noch in die Halle ein bisschen laufen. Ja. Dann haben wir noch was mit Cassini gemacht und das war's auch schon. Ja. Ja. Geputzt habe ich ihn. Ja, wie war eigentlich das Turnier? Das Turnier war richtig gut. Also wir waren, also ich war gar nicht aufgeregt. Cassini war so ein bisschen nervös am Anfang. Aber in der, also in der Prüfung direkt war alles super. War echt ganz gut. Wir waren da mit der Mannschaft auf Platz 4. Ja, das war ganz in Ordnung. Ja. Fürs erste Mal. Ja. Ja, mit Cassini wollte ich ja dann demnächst noch weitere Turniere nennen, aber diesmal dann Dressur. Mal schauen, wie das dann wird. Ja. Bestimmt ganz gut. Ja. Du reitest. Was hast du eigentlich mit deinem Bein gemacht? Ja, ich war mit Cassini und Robinho und meinem besten Freund spazieren. Der pflegt ja den Robinho so ein bisschen. Und dann haben die sich erschrocken, weil der Bauer den Trecker angemacht hat neben uns. Und Cassini ist halt zur Seite gesprungen. Ich habe ihn festgehalten und habe mir das Knie dabei verdreht und habe mir die Bänder gezerrt. Ja, das ist nicht so gut. Nee, das tut auch ziemlich weh und ich kann auch leider nicht reiten im Moment. Das ist total doof. Ja. Ja, ist echt ein bisschen blöd. Aber du reitest doch auch bei uns am Hof, oder? Ja. Wen reitest du denn am liebsten? Also manchmal bin ich auch Kalle geritten. Der ist cool. Ja. Und sonst reite ich eigentlich Nemo und Kleinmoritz. Ah, Kleinmoritz ist so schnell, ne? Ja. Ja. Wann bist du eigentlich immer bei uns am Stall? Dienstag. Ach, und wann? Also die Stunde von 18 bis 19 Uhr. Da müssten wir uns ja eigentlich schon mal gesehen haben, oder? Weil ich bin also nicht immer, aber manchmal bin ich auch dienstags da. Ja. Haben wir uns schon mal gesehen? Ich glaube schon, aber wir haben uns nicht großartig unterhalten. Das kann sein. Da musst du mich mal grüßen, wenn du mich das nächste Mal siehst. Ja. Ich gucke mal wie so ein Tunnelblick durch den Stall, ich sehe nicht immer alle. Okay. Ja, cool. Dann würde ich erstmal sagen, danke, dass ich mich mit dir unterhalten durfte. War auf jeden Fall schön. Ja. Und dann sehen wir uns ja vielleicht einfach dienstags mal im Stall. Ja. Alles klar. Dann einen schönen Sonntag noch. Ja, wünsche ich dir auch. Danke. Ja. Ciao. Hallo? Ja, hallo, hier ist die Anna von Fräulein Pusteblume. Hallo. Na, wie geht's dir? Gut, und dir? Auch sehr gut, danke. Bist du gerade beim Pferd? Das klingt so nach Hufgetrappel. Ja, ich bin gerade am Ausreiten. Oh, habe ich einen richtigen Zeitpunkt abgegriffen. Ja, wir sind gleich da. Ach so, okay. Ja, cool. Ausreiten macht Spaß. Ja. Ja. Bist du denn allein unterwegs? Nee, mit der Freundin, aber mein Pferd geht gerade so langsam, dass ich schon fast oben im Stall ist. Ja. Auch nicht schlecht. Ja, gut. Dann wünsche ich dir mal noch ganz viel Spaß beim Ausreiten. Danke. Und ja, einen schönen Tag noch. Dir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.